Ja. Willkommen zurück bei Formel 12. Oder was ist 12? 19 dabei Stückchen. Ja, mit John wieder und Samuel und Stuffy sind auch noch da. Hallo. Und John müsste mal bereit drücken. Moin moin an alle durchgeknallt, muss ich erstmal sagen, ja. Und jetzt können wir bereit drücken. Uhu. Bist jetzt auch bereit mit deiner Aufnahme? Ja, ich bin bereit mit meiner Aufnahme. Das wird dann jetzt in Italien die erste Folge, die auch bei John in der Rappelbude gucken können. Ja, also wir haben uns nämlich dazu entschlossen, dass... Ja. Okay. Dass wir das mal aus zwei Sichten anzeigen wollen. Weil genau. Das ist vielleicht cooler. Und die dritte Sicht wartet auf das Video. Was sind denn grüne Reifen? Öko-Reifen oder was? Intermediate. Ah, feuchte Bedingungen, okay. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. BB. Weg zur Strecke. Mach mal. Mach mal. Mein TS hat sich offen. Lol, okay. Dein TS kann ja coole Sachen. Boah, Alter, aber du bist auch voll drüber geknallt, hä? Ja, voll drüber gefahren. Hamilton ist Zweiter. Oh. Ich bin 17. Jetzt bin ich Vierter, Sechster, Siebter. Ja, die Kurve hat's voll versaut, ey. Habt ihr irgendwie heute Formel 1 geguckt? Nein. Ah. Nur gespielt. Ich gucke Formel 1 nicht, ich fahre lieber selber. Also ich habe das Warm-up gehört, quasi, dass es irgendwie bei meinen Eltern in der Stube lief. Aber geguckt haben die das auch nicht, weil die draußen in der Sonne gesessen haben. Aber... Was hat das gewonnen? Boah, shit! Rummi-Spoiler. Shit. Ja, wäre aber der Unfall am Anfang gewesen, wäre er nicht erster gewesen. Shit, ich hasse das. Machst du einen Fehler beim Blitzqualifying, bist du voll am Arsch. Ich könnte noch bist Zweiter letzter, werden, bist wenn... Letzter, ja? Nee. Ja. Wenn ich Glück hab, könnte ich noch Zweiter werden. Na verdammt. Ja. Du bist noch Zweiter geworden. Ja. Ach, Mann. Eine Spitzenleistung des Australiers Danny Ricciardo. Er wird im morgigen Rennen nur schwer zu schlagen sein. Was für ein scheiß Qualifying, Alter. Weil ja, die Rundenzeit Monza, kann nur besser werden. Monza, also, die ist eigentlich keine schlechte Strecke, aber die ist so ein bisschen tricky. Ich mag die überhaupt nicht. Du kannst hier ein bisschen... manchmal ein bisschen abkürzen, für ein bisschen Zeit rauszukitzeln. Manchmal kannst du voll damit... Bisschen abkürzen, was hier gerade... Genau die Kurve, die ich hier gerade in Sicht hatte, da bin ich voll übers Kiesbett drüber. Voll durchs Kiesbett durchgelatscht. Rennstrategie, was haben wir denn hier? Haben wir das und dann haben wir das und hier und da und... Von mir aus macht er was er will. Hallo John. Ich hab Angst. Robert, geh weg. Geh weg. Ja, Junge. Verjohnt euch, ihr Autos. Da hab ich zu viel nach hinten geguckt. Oh, 3 Sekunden Zeitstrafe. Mal, was für ein Wichser. Mach da einfach drüber, weißt du? Ja, so eine Pussy. 3 Sekunden Zeitstrafe gekriegt. Hast du dir auch verdient. Das ist richtig unfair, da einfach drüber zu machen. Ja, ich hab nach hinten geguckt bei dir. Für dich. Ah, wenn du fuck. Nicht hinten reinfährst. Jetzt hab ich eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Haut doch hin. Och, Mann. Oh, ich bin voll. Oder nee, ich hab noch eine Verwarnung gekriegt, wie es aussieht. Dein Herz war böse. Voll geil, wie der gleich sagt, behalte die Lücke zwischen dir und deinem Hintermann so bei. Wir glauben, er hat eine Zeitstrafe erhalten. Einfach zu geil. Wow, diese Kurvenkombination, ich hasse sie. Das war das, wo ich vorhin übers Kiesbett drüber gemacht bin.
müsst mich jetzt langsam mal ein bisschen konzentrieren. Du bist schon wieder Erster. Das haut doch nicht hin, Mann. Du hast doch wirklich einen Cheatcode eingegeben. Nö, ich fahre einfach nur. Ja, ja. Ist doch sonst nicht so gewesen. Und das Schwert teilen hätte. Gibt's ja nicht. Wieder. Roberto Blanco. Was? Du hast Options drauf. Ah, verdammt. Oh, verdammt. Ah, gut, hat nicht als Abkürzen gezählt, weil ich so langsam bin. Ich hab weichere drauf, also die weichere geschossen. Ja, Options, ne? Na, ich hab die harten. Nein, Options sind die mittleren. Nein, die Options sind immer die härtere Mischung. Das sind die gelben. Das sind die Optionen. Ja, wer ist das nicht? Die gelben, ja, keine Ahnung. Ja, ne, das sind die mittleren, wie gesagt. Du hast weiß oder was? Ich, ja, genau, ich hab die weißen. Weißt du es nicht, was ja geil, ich bin trotzdem schneller als du. Ich winne. Positiv denken. Wenn ich nicht gerade wieder durch Ghost irgendwie mich drehe. Ja, diesmal haben wir es dann auf Band. Ja, dieses Mal haben wir es auf Band. DRS aktiviert, was ist los? Erst geht's 9 Runden oder so nicht an, weißt du, und jetzt haben wir es. Ach du Scheiße. Ah, leck mich am Arsch. Nee, danke. Scheiß drauf, habe ich ja 3 Sekunden. Egal. Das ist nochmal 3 Sekunden. Nee, war der erste. Die Ansage, geil. Die Rennleitung findet deine Streckeninterpretation nicht so toll. Alter, ich fahre hier aber auch ein Mist zusammen gerade. Ich mag die Strecke sowas von überhaupt nicht. Ja, ich sag doch, normalerweise ist die gar nicht so schlecht, aber die ist ein bisschen tricky. Ja, da muss man sich erstmal ein paar Runden einfahren, ehe man hier klarkommt. Ja, da muss man erstmal ein bisschen reinkommen. Dann. Oh ja, ist wieder die Hasskurvenkombination. Mal gucken, ob wir sie diesmal hinbekommen. Ah, sieht ganz gut aus. Besser als vorher auf jeden Fall. Aus der Reihe. Sehen uns dann im Ziel. Lass mich jetzt vorbeilassen, ja, ja. Hip macht er. Oh, ich darf DRS essen. Oh, fuck, Alter. Die Kurve, oh, Alter. Du bist Fick doch die scheiß Kurve, ey, Mann. Kriegst kotzen. Jedes Mal irgendwas bei der abgefuckten Kurve. Das nächste Mal mache ich schon an der Ziellinie bremsen oder so. So, ja, am besten ist es ja. Hier genau dieselbe Scheiße. Oh, die habe ich mir diesmal gekriegt, die Kurve. Wow. Du hast sie gekriegt, ja. Ja, ja. Oh, ja, hau mich ins Kiesbett. Junge. Ich habe gar nichts gemerkt. Ich war keine Berührung. Nee, war ja auch keine Berührung, aber hat dir recht, weil ich ja ausgewichen bin, war es keine Berührung. Aber durch das Ausweichen bin ich voll ins Kiesbett. Wenn du so schreckhaft bist, weißt du. Ja, soll ich einfach da bleiben, dann hättest du mich rausgekickt. Dann wärst du definitiv schuld gewesen. Aber du wärst letzter gewesen. Ja, wo dann auch du dran schuld gewesen wärst. Ja, ist ja erstmal scheißegal, aber ich bin Erster. Und du bist Letzter. Das heißt mehr Punkte für mich. Normalerweise hätte ich dich mit Absicht rauskicken müssen. Jetzt entsteht so eine richtige Konkurrenz in dir, hm? Ah, ich spüre das Feuer. So, jetzt lege ich erstmal noch eine schnellste Runde hin, damit sie sich noch ein bisschen mehr ärgern. Sie hat auch gesagt, beim nächsten Boxenstopp bekommst du Options.
Und das ist das, ja, was du Boxen drauf hast. Sind das die... sind die gelben. Denn die habe ich ausgewählt, dass ich die bekomme beim Boxenstopp. So genau habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Was bist du denn gefahren? 1,26. Nein! Ich hab 1,27,4 gerade gemacht, schade. Ja, 50 Zeitstrafe, weil ich vergessen hab zu bremsen. Ja, bist voll drüber gebrettert, ne? Super. Ja. Da zählt dann jetzt die Rundenzeit aber hoffentlich nicht. Das ist, ich bin ja schon drüber gefahren. Ich hab ja nichts gut gemacht, ich hab ja eigentlich gebremst. Sorry, eigentlich nur verbremst. Oder zu spät gebremst, nicht verbremst, sondern zu spät gebremst. Fährst du jetzt rein in die Box? Ich fahr jetzt rein, ja. Ich weiß noch nicht, wo der Eingang ist. Ist hier hinter der langgezogenen Kurve. Obwohl mein Typ noch gar nichts sagt von wegen Box, Box, Box oder so. Bei mir ist schon ein blauer Strich da. Ja, dann hättest du jetzt reingemusst. Scheiße, da fahr ich jetzt rein. Sonst hindern wir uns dann nur in der nächsten Runde, ist auch doof. Ich hab jetzt auch meine Options bekommen. Oh. Kommst du aus der Box raus direkt in diese abgefuckte Kurve? Ja, also mit denen fährt sich die Strecke natürlich gleich komplett anders. Viel schneller. Ah. Ich muss mit den Schneiden der Kurven aufhören, sonst bekomme ich eine Strafe. Das habe ich auch mitbekommen, als ich auf dem Rasen weggerutscht bin. Oh, wo bist denn du? Ach, da kommst du jetzt an. Alter, warum habe ich jetzt so viel Vorsprung? Na, warst du schon in der Box? Ja, ich bin gerade raus. Naja, dann sollte jetzt theoretisch der Vorsprung so wie vorher sein, ist er aber nicht, ist irgendwie größer. Ah, leck mich am Arsch.
Diese abgefuckten Kurven auf dieser drecksverfickten Hurenstrecke gehen mir so auf den Sack. Diese Fäkalsprache. Ja, muss ja. Muss ja, sonst drückt's mein Unmut nicht klar genug aus. Damn it. Ah, 12 Sekunden stand bei mir. Ja, 12,9. Mit 12,3 bei mir. Völlig egal. Also ist ja viel. Jetzt steht 13,2 bei mir. Ja, bei mir auch. Entweder ich bringe schnelle Runden oder ich achte auf meine Reifen, dann muss ich mal entscheiden. Beides geht nicht so gut. Letzte Runde! Boah, so wie es aussieht, sind wir bei 40% des Startbenzins. Noch 40% Benzin. Läuft, würde ich sagen, ne? Läuft für dich. Die Reifen sind gut. Wesentlich besser als mit den harten. Das Rennen geht weiter? Das ist schon die ganze Zeit. Hat nie aufgehört, das Rennen. Was ist los mit dem? Nur weil irgend so ein Spast hinter mir irgendwas macht, deswegen eine gelbe Flagge kommt, muss ich doch noch längst nicht langsam fahren. Ah, shit. 10,5 jetzt. Meinst du, willst du es nochmal spannend machen, oder? Ich fahr ganz einfach nur meine Runden. Wer ist raus? Samuel. Ah, langsam komme ich ein bisschen in die Strecke rein. Stimmt für dich. 10,5. Bin ich auf Meri aufgelaufen? Ja, da musste ich ja vorbeilassen. Das eine und das andere. Lol. 12,7. Lücke zu meinem Hintermann ist 27 Sekunden, hat er gerade angesagt. Ich
Racing Schnittzone! Yippie! Hast du jetzt aber auch nur ein Hundertstel oder sowas gemacht, hä? Keine Ahnung. Doch, geh doch weg! So wie es aussieht, haben wir noch etwa 25%. Verwarnung, Kollision mit blablabla verursachter Marsch. War kreuzweise Buggerung rutschen, Mondschein begegnen, Verwarnung abgekürzt. Willst du mich vereiern? Solange es nur Verwarnungen sind, ist alles noch in Ordnung. Ah, fuck. Ah, fuck. Oh, und wieder in das abgefuckte Kiesbett, ey. Was interessiert mich denn der Abstand zu meinem abgefuckten Hintermann? Komm bitte aus. Die Sinnlosigkeit des Formel 1, dass man nicht aufholen kann. So sieht's aus. Ich winne, ich winne, ich winne, ich winne. Müsstest quasi 100 Runden fahren oder so, dass da überhaupt noch irgendwas passieren würde. What? Ja, bei uns beiden schon. Bei den anderen hier ist... Ja, geht ja nur um uns beide. Ja, naja, aber ich meine nur, du hast es ja in den letzten 2-3 Rennen gesehen. Das ist recht knapp bei uns. Nur diese KI schmeißt uns andauernd raus. Das ist das, wenn einer von uns beiden mal Fünfter ist oder so. Es ist die Schwierigkeit von den KI, könnte man eigentlich hochstellen. Nur... Die kicken dich am Start einmal raus und dann bist du 20. Naja. Weil die KI schon so schwierig ist, dass du die dann nicht mehr einkriegst. Wenn die KI eigentlich rauskicken würde, dann könnte man auch schwer spielen. Jo. Soll er gar nicht weiterfahren. Ist ja doof, wir wollen ja Rennen fahren. Ja, okay, gut. Meine nur. So, ich beende jetzt mal hier. Oh, mir geht der Sprit aus! Mir geht der Sprit aus! Komm schon, die letzten 100 Meter! Oh Gott! Schon rumgezuckt gehabt oder was? Jo. Ich hab noch 20% oder so im Tank. Ich hab halt auch die Mischung nicht umgeschaltet oder irgendwas. Ich habe auch nicht viel geschalten. Wird am Anfang mal ein bisschen. Oh, und danach bin ich die ganze Zeit auf normal gefahren. So, dann guckt man nochmal nach den Punkten, ne? Jo. Ein tolles Wochenende und er nimmt natürlich hochverdient den dicksten Pokal mit nach Hause. So, dann hätten wir das jetzt hier. Machen wir mal ein neues. Oh, zweimal! J und mal ein neues R hier. So, bei mir 180 und 18 kriege ich drauf, ne, sind 198. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen zu blöd, das zu schreiben, so. 1, 9, 8, so, das üben wir nochmal. Für dich sind es 25, das sind dann 187. Bist also noch hinter mir in der Gesamtwertung. Ist Samuel schon weg? Der ist, ja, der hat irgendwie das... Disconnected mit in der Folge. Ja, macht's auf jeden Fall erstmal gut und wir sehen uns auf der nächsten Strecke. Bis denn.